Was geht ab, meine lieben Freunde? Ey, falls ihr mich noch nicht eingetragen habt beim Supporter Creator, ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr meinen Code Revenzeit einfach eingeben würdet, meine Freunde. Das wird nach 14 Tagen wieder gelöscht, also vergesst nicht immer wieder abzuchecken. Ich würde mich echt mega dafür bedanken. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da bei diesem Video. Dankeschön, ich küsse eure Augen. Viel Spaß bei diesem Video. Ciao! Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ich bin heute mal wieder nicht allein am Start und hab den Latten-Daddy heute bei mir, den Papa Platte. Ihr kennt ihn vielleicht. Ach, boah. Ihr seht hier gerade, dass wir beide quasi hier ein Eye-Tracking-Device haben. Wir haben quasi genau das gleiche. Ich habe es bei ihm gesehen und dachte mir, eigentlich musst du dir das auch mal reinziehen. Und ja, ich würde jetzt fast schon sagen, ich meine, die Idee hast du nicht geboren, aber ich habe es bei dir gesehen und da musste ich es einfach mal nachmachen. Bruder, ich habe die Idee auch nicht geboren, also alles cool. Du bist eine große Inspiration für mich, das wollte ich damit sagen. Leute, wir werden uns heute die härteste Challenge stellen. Latten Daddy ist genauso ein Geier wie ich. Wir haben gerade schon mal auf einer ganz anderen Seite ausprobiert, wie das Eye-Tracking-Device funktioniert. Und es funktioniert tatsächlich extrem gut und es ist extrem schwierig, bei verschiedensten Dingen wegzugucken. Ihr seht jetzt quasi unsere beiden Bildschirme. Darunter unsere Facecam jeweils und wir werden natürlich das Beste geben, dass wir hier auf dieser Hotstreamer so ein Twitch-Compilation nicht allzu sehr geiern. Ja, ich bin mal gespannt. Das sind dann die Damen, die keinen Twitch-Mann bekommen, wenn sie jemanden als XY beleiden, sondern auch nackt sein dürfen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder Bro? Ja, easy, lass anfangen. Bist du ready? Okay. Ja, ich bin hyped. Stream and Beyond. Oh Gott, ja, moin, direkt verkackt, Alter. Was ist hier Bär? Versuchen wir nicht hinzugucken? Ja. Ich hab direkt gechoked. Ah, man guckt automatisch hin, Digga, es ist unmöglich. Ja, ich guck in ihr Gesicht, Bro. Ich guck mir die Katze an. Guck die Katze an. Ja, die Katze ist sehr schön, die Katze ist sehr schön. Stop! Bro, ich konzentriere mich auf die Katze. Okay, ich auch. Alright, rip. Nein! Oh, man snipet immer so rüber mit den Augen, wie so ein Sniper, weißt du? Als wenn man so... Ah, Bruder, wenn ich die Augen zusammenkneife, kann ich umhin gehen. Ja, Bro! Ich guck ihr Setup an. Ich guck auch da unten deine PC. Ja, der PC sieht echt weird aus, by the way. Ey, Digga, das ist wie so ein Sniper, man flickt immer so kurz rüber, ne? Nein, ich guck da nicht hin. Ah, ins Gesicht. Ja, das ist easy. Schönes Mädchen hier. Oh, Carl. Ja, Digga, wenn der Clip change, ja. Ja, genau, Alter. Oh Gott. Da hinten ist wieder die Karte safe. Ja, die ist ja schön. Mann, ich kann nicht hingucken, das geht nicht. Ihr dürft das nicht vorwerfen, Leute, das gehört dazu. Oh Mann, Alter. Ja, Bruder, weißt du, man sieht ja nicht mehr. Was macht die denn in ihrem Stream? Ich check nur das Cosplay aus, Bruder. Overwatch ist das, ne? Ja, Overwatch. Voll die süße Schminke im Gesicht, wirklich. Ja, mega. Extrem süß. Die Pflanze im Hintergrund. Ja. Ja, ihr Gesicht auch sehr. Oh, man sieht ihren Nippel so, Alter. Und ich glaube, das ist der BH, oder? Das ist mir egal. Ey, was macht sie denn für Streams, Alter? Vor allem das noch so perfide, weil es ist. Ja, komm. Es ist in so einem Kinderzimmer eingerichtet. Guck nicht auf die Füße, Latten, Daddy, guck nicht auf die Füße. Arsch, nochmal sogar im Spiegel habe ich sogar nochmal ausgezeichnet. Richtig verkackt. Der Spiegeltrick, Digga. Bro, weißt du, was ich gruselig finde? Ich kenn beide von denen bis jetzt privat. Nein. Doch. Nein, doch. Oh. Ich kenne auch die Boyfriends, Monka S. Ja, ich habe nicht auf ihren Hintern geguckt. Sie ist extrem nett. Oh, der Hund ist sehr süß. Der Hund ist extrem süß. Mega, der Hund. Immer schön auf die Zunge gucken vom Hund, Bro. Einfach konzentrieren, da. Ich will nur sehen, was der Hund macht. Ich check das Logo auf dem Shirt aus. Yeah. What the f***, Digga, was ist das für Ja, okay, Digga, was? Ich check das Knife aus. Ja, Minecraft da hinten, siehst du das? Nee, Minecraft. Oh, ja, nice. Minecraft, sehr gut. Minecraft, Leute. Da hinten ist auch die Subtafel, man kennt's. Das ist der Trick, Leute. Wenn ihr irgendwann mal geiert, denkt einfach an eine Minecraft Diamond Pickaxe, Alter. Ich weiß, dann wird er da unten doppelt so hart, Alter. Weißt du, wenn der Enchantment 5 drauf ist, Mending, alles, Leute. Uff, Alter. Da gibt's ein Big Uff für, Alter. Aber Minecraft ist christlich und ihr dürft an Minecraft denken. Aber denkt ja nicht an die Streamerin, Leute. Wir gucken das nur wie in dem Game-Content hier, okay? Entspannt euch mal bitte. Wenn ich jetzt mal real gucke, ich gucke Leuten eher ins Gesicht tatsächlich. Bin ich wirklich so? Aber man flickt halt immer wieder so kurz runter, weißt du? Ja, man macht immer es ist ja so normal, dass man halt den Leuten, wenn man eigentlich mit welchen redet, dass man ins Gesicht schaut. Wisst ihr, was ich meine so? Mhm. Und man guckt den Leuten bewusst in deren Face und nicht die ganze Zeit auf die Brüste. Aber es ist halt normal. Also es ist komplett... Wir sind keine ekelhaften Perversen. So, Leute, bitte. Ja, vielleicht ein bisschen. Wir gehen natürlich normalerweise hin und mustern in Menschen immer von oben bis unten. Und natürlich gibt es da... bei verschiedenen Geschlechtern auch verschiedene Merkmale. Frauen gucken genauso auf andere Dinge. Das ist normal. Frauen achten irgendwie immer auf Hände, habe ich gehört. Frauen achten auf Hände, Augenbrauen und Augen ganz viel tatsächlich. Und auf den Hintern manchmal. Ich weiß nicht genau warum. Aber ich glaube, es bringt dir nichts, wenn du dir da unten eine Gurke zwischen die Beine klemmst. Ich glaube nicht, dass das einen Effekt hat. Hat bis jetzt immer super funktioniert. Gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit der Taktik. Oh, Leute, Doggos im Hintergrund. Perfekt. Sowas finde ich viel. Oh, noch ein Hund. Da waren zwei. Ja, Junge, was ist das denn, Alter? Hier geht's ganz klar ums Gameplay. Death Shape. Oh, ja, moin. Ja, Junge. Ich konzentriere mich auf die Augen hier. Das, als, Digga, sorry, aber das mit den Hin- und Her-Wackeln, also da...
Das ist doch ein Purpose, oder? Ja, safe. Tut mir leid, Alter. Komm hier, bleib mal. Der Sideboob da noch. Ja. Was ist das denn? Ich muss es angucken. Ja, das ist halt ein cooles Cosplay. So. Das ist ein gutes Cosplay. Schönes Kostüm, ja. Schönes Kostüm. Kennst du das? Nee, weiß ich nicht. Du? Nee, sag mir nicht. Okay, das ist krass. Ist das ein Bodypaint? Ja. Alter. Bro, kenn ich auch privat. Jari ist aber cool. Echt jetzt? Ja, Jari ist ultra cool. Ich guck mir die ganze Zeit nur hier Achseln an. Was ist mit mir? Joke. Sie ist aber echt pretty, muss man sagen. So, sie hat echt ein hübsches Gesicht, wenn man das so sagen darf. Sie hat auch einen sehr breiten Boyfriend, also ich würde hier nichts Falsches sagen. Nee, sie sieht nett aus. Ich will keinen Ärger. Okay, das sind aber krasse Streams dann. Das sind echt heftige Streams dann. Sowas finde ich aber cool. Ich finde sowas halt wirklich Kunst. Also Real Talk. Ich bin jetzt ehrlich mit euch. Ich bin ja nicht so der Geier, auch wenn es gerade vielleicht anders aussieht. Der so sagt so, oh, nice, nackte Haut. Oh, frei gegen die Brüste. Nee, ich finde das krass, wenn sich Leute so aufpimpen und so. Ja, ja, sie macht das auch richtig heftig. Also das ist schon geil. Ist ich guck sowieso die ganze Zeit auf die Brüste von diesem WoW-Charakter links. Also ich weiß nicht, irgendwas stimmt. Ich glaube, den Zwerg links unten da. Oh, der geile, Alter. Also ist glaube ich, ein Gnome, aber trotzdem. Sie malt da so drauf rum. Ja, ja. Naja, Bro, der Sniper wieder am Start, mein Candy, Alter. Ich versuche mich die ganze Zeit aufs Gesicht zu konzentrieren. Es geht schon. Ich habe das Elgato Gaming da links unten ausgecheckt. Ja, und hier auch ihr Banner, Jari TV, sehr interessant. Und unten rechts ist auch CSGO. Ah, du, ganz klein das Game. PUBG, nice. Ah, PUBG ist es. Warum sind die immer alle so geschminkt? Gibt's dafür so einen Kink irgendwie? Bruder, weißt du, was ich am schlimmsten finde? Diese was? Ohren auf dem Headset. Das ist das Schlimmste, Alter. Ich habe auch so ein Headset, Bro. Ich habe auch so eins. Nein, ich wollte auch mal so einen Stream machen, Digga. Ich wollte mich auch mal so aufpusten und dann so einen Stream machen. Pikachu, sehr schöner Hintergrund auch hier. Recent Follower Dexos. Ah, okay. Subscriber Goal 0 von 15. Ja, schaffst du noch, Mädchen. Da bin ich mir sicher. Bruder, ich guck auf die Füße. Ja, moin. Latin Daddy's Secret Fetish. Ich guck mal, was im Chat abgeht. Ja, oh, nice. Mhm. Ah, it's going to wash out. Oh, ja, moin, Digga. Die Freunde von Summit. Immer noch? Ich glaube schon, ja. Bro, what the fuck, Alter? Ja, Digga, das ist ja, sorry, ey. Ja, Digga, was soll ich da machen? Digga, ey, guck mal, der ganze Bildschirm ist halt voll. So. Ich sehe nicht mal ihr Gesicht. So. Da gibt's wirklich keine andere Möglichkeit, als da irgendwo hinzugucken, Leute. Es tut es, ey. Ich will jetzt hier nicht sexistisch oder sonst was rüberkommen, Leute, aber es ist f***ing natürlich. Es ist normal. Ich muss mich dafür nicht verteidigen. Ryan Masro. Ryan guter ist ein Mann. Super Typ, Digga. Sie hat extrem schöne Tattoos an den Beinen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du hast ja nicht hingeguckt. Ja. Ah, Bruder, was ist das, Alter? Was soll ich hier machen? Ich guck die ganze Top Donation da hier. Steht da Daddy's Cock drauf? Ach nee. Lil Chipmunk heißt sie. Na, nices Cosplay. Mhm. Das Mikrofon extrem stark. Yo, mega. Der was ist denn das? Ja, der Popschuss sieht sehr gefällt gut mir aus. Also, ist guck mal, die Tür im Hintergrund, diese Türklinke. Alter, Türklinke, Alter. Ah, Follower-Lord, so. Mhm. Bruder. Als würde man dahin so zocken, weißt du, so in Kleid. Macht so. Man ja nicht, macht man so, ja nicht. Als würdest du dich so in Anzug hinsetzen und zocken. Guck mal, wie klein das Game auch ist. Ich muss ehrlich sagen, ich will das auch gar nicht verurteilen. Es gibt so eine riesen Diskussion darüber, von wegen, wo die sagen so, ey, wenn ihr das sowas sehen wollt, dann geht doch auf Pornoseiten. Ich sag so, lass sie halt machen, mich stört's halt nicht so. Aber es ist wirklich schwierig, dann aufs Gameplay zu achten, das kann ich euch sagen. Oh Gott, was kommt jetzt? Bitte nicht ASMR. Oh Gott. Weiß nicht, irgendwie finde ich sie weird. Ja, mega. Was macht sie, Bro? What the fuck? Ich weiß es nicht. Meinst du, sie braucht Hilfe? Keine Ahnung, Alter. Oh Gott. Der Flutschfinger, Bruder. Nicht der Flutschfinger. Okay, Riff, das und... Alter. Oh, nee, Alter. Egal. Da, nee. Können wir ins Gesicht gucken. Alles gut. Wir gucken nur auf ihr Gesicht. Ich check, genau. Der Stuhl im Hintergrund. Mega Barhocker da hinten. Also jetzt mal wirklich, was ist... Ist ja auch egal, komm. Okay, Latin Daddy, ich hab noch was anderes, ja? Okay. Nee, jetzt kommt was extrem Geiles, okay? Oh Gott. Jetzt wird's extrem erotisch, Digga. Wir wollen ja nicht nur Frauen hier drin haben, sondern jetzt auch mal was anderes. Bitteschön. Sport. Aha. Alter, ich hab genau auf den Hinter geguckt. Immer noch. Oh, der war gemein, Junge. Der ganze Bildschirm war der Arsch. Man kann nicht anders. Es geht nicht anders, Leute. Es gibt interessante Partien am Körper. Egal, ob Mann oder Frau oder Hund oder Katze. Man guckt dahin. Crazy Knockouts in Sumo-Wrestling-History. Boah, ist der linke dick, Alter. Guck mal. Macht mich schon ein bisschen heiß, muss ich sagen. Warum ist der linke so viel schwerer als der andere? Die sind voll unterschiedlich. Siehst du ja, das? Ja, hä? Aber ich glaube, ich habe mal gehört, dass das bringt auch einen Vorteil, wenn man dünner ist. Oh, holy shit. Was war das denn, Alter? Krass. Bruder, er hat seine Ehre genommen und verschickt. Die geben sich ja die ganze Zeit so Backpfeifen, ne? Ja, ja. Aber dürfen sie das? Ich dachte, das darf man nicht. Ne, ich glaube, am Jumbo-Ring ist das okay. Guck mal, der slappt den die ganze Zeit mit der flachen Hand.
glaube, man darf nur mit der flachen Hand zuschlagen. Ein Sport, den ich nicht verstehe, glaube ich. Nee, null. Also ich muss sagen, ich bin eh nicht so der Kampfsport-Fan, glaube ich. So Boxen und so finde ich auch nicht so geil. Boah, also, das ist, wow, what the fuck, Alter. Da ist echt eine Menge Schwingungsmasse in Bewegung gewesen. Ja, ziemlich krass. Mit. Okay, pass auf. Jetzt gehen wir noch eine Sache, Digga. Weißt du, das ist auch wichtig. Da müssen wir jetzt auch. Wir müssen jetzt auch mal den Leuten zeigen, dass wir gute Menschen sind, okay? Oh Gott, was kommen jetzt? Tiervideos? Wir gucken jetzt Sweet Dogs Compilation, Alter. Oh. Weißt du? Oh. Oh, guck mal, Digga. Ah, der ist süß, der ist süß. Oh. Ich muss sagen, ich bin mehr so der Katzentyp, Digga. Aber echt jetzt? Ich hasse ja, Katzen, ich hab Allergie. Aber der ist süß, der ist süß. Der sieht aus wie ein Eisbär, oh, Mann. Oh, guck mal. Der seine ist Zunge, süß. Seine Zunge, Alter. Naja, der ist ultra süß. Oh. Oh, schon süß, oder? Oh, sie brummt auch, sie brummt auch. Was heißt das? Dass es angenehm ist, dass sie dass sie gerade rollig ist, ne? Ja, dass sie es genießt, glaube ich. Nee, nicht rollig. Ich glaube, dass sie es genießt, einfach. Die Nase ist so extrem sweet, Alter, von ihr. Ich würde da gerne draufhauen. Joke. Hab halt nur eine Katzenallergie. Ich bin nicht der Katzenmensch. Oh, shit, hast du? Oh, Bruder. Ja, komm mal hier weiter gucken, hier. Oh, ein Corgi. Oh, wait, what the fuck? Yeah! Yeah! Das ist mein Held! Das ist mein Held! Beste Leben, Alter. Oh, ist das diesem, cute, Alter. Ja, übel mit diesem Paket vorne dran. Er weiß aber auch gar nicht, wie ihm geschieht, ne? Stell dir mal vor, so jemand bringt dir ein Paket, Alter. Ja. Oh, die ist auch süß. Die sieht ein bisschen retarded aus, ne? Aber ja, ich glaube auch. Würdest du sie? Also mit nach Hause nehmen und dann streicheln? Ich glaube nicht. Würdest du die Muschi kraulen oder nicht? Digga, was haben Katzen mit Kartons so? Ich weiß nicht. Katzen sind doch einfach Liquid, oder? Die sind einfach Wasser manchmal. Digga, du kannst einfach hingehen und den teuersten Kratzbaum kaufen, ja? Und sie geht in den Karton. Ich hab den Scheiß gegen den Karton. Oh, guck mal. Jetzt gibt er so eine Backpfeife. Oh, ist das süß. Ja, das okay, ist das süß, ist schon ja. Süß. Obwohl ich... Boah, das ist schon niedlich. Guck mal, oh, sie tippt sie immer so an. Die glaub, Katze die... guckt die beim Fortnite-Spielen zu. Was macht die Katze? Leute, ich glaube, wir haben bewiesen, dass wir auch gute Menschen sind, okay? Ich küsse eure Augen. Das war auf jeden Fall eine extrem witzige Challenge. Wenn ihr mehr Eye-Tracker-Shit sehen wollt, dann, keine Ahnung, schlagt mir mal vor, welche Sachen ich mir anschauen soll. Zum Beispiel Simon Desio. Oh Gott, jetzt reicht's aber, Alter. Leute, oh, lasst einen Daumen da oben da. Schaut auf jeden Fall beim Latten-Daddy vorbei. Sein Video mit Eye-Tracking und sein Kanal sind natürlich auch in der Videobeschreibung. Ich küsse eure Augen. Macht's gut. Bis Peace, Jungs. Ciao. Tsch.